Hallo Fleischfreunde, herzlich willkommen bei Don Carne. Wir sind heute wieder in der Kochschule Düsseldorf und heute gibt es eine wunderbare Porchetta mit Röstkartoffeln. Los geht's! Hier haben wir jetzt unseren Schweinebauch vom niederrheinischen Duroc. Der ist wunderbar marmoriert, riecht herrlich und der wird auch richtig schön saftig und zart hinterher werden. Wir beginnen damit, indem wir außen die Schwarte ganz leicht einschneiden. Und dann werde ich den aufschneiden mit einem Schmetterlingsschnitt und dann aufklappen und dann für die Füllung vorbereiten. Unser Schweinebauch ist aufgeschnitten und aufgeklappt. Jetzt müssen wir den noch füllen. Und für die Füllung nehme ich heute das Wurstbrät aus einer Salsiccia. Und eine Salsiccia ist ja eine Wildschweinbratwurst, die relativ kräftig im Geschmack ist, hat viel Fenchel und ist relativ scharf. Genau das, was für die Füllung hier interessant ist. Außerdem werde ich das Fleisch vorher noch würzen mit Grill- und Steak-Barbecue-Mix von Don Carne, ein paar Kräutern und ich habe hier Oregano und Thymian, Schale einer Limette und natürlich ein bisschen Knoblauch. Unsere Füllung ist gleichmäßig verteilt. Das heißt, wir werden jetzt den Schweinebauch von einer Seite wieder aufrollen und ganz kurz mit den Spießen fixieren. Und dann werde ich den binden und zwar mit einzelnen Schnüren, dass ich hinterher, wenn ich aufschneide zwischen den Schnüren, immer eine Scheibe habe, die beim Anrichten nicht auseinanderfällt. Unsere Porchetta ist fertig gerollt und sieht jetzt schon richtig gut aus. Die werde ich jetzt von außen noch schön kräftig mit Salz einreiben. Und zwar so, dass das Salz auch richtig schön in den Schlitzen drin ist. Das sorgt dafür, dass es hinterher schön würzig ist und die Kruste auch schön kross wird. Gleichzeitig werde ich dann noch die Beilage vorbereiten. Und dazu habe ich hier kleine Kartoffeln. Die werde ich gleich waschen, halbieren oder vierteln, je nachdem wie groß die sind. Dann werden die mit ein bisschen Olivenöl eingeölt. Und dann kommt da schönes Gewürz drauf. Und dann kommen die wieder hier in diese Gusseisenpfanne und werden mit in den Backofen gestellt. Unten ist die Pfanne, oben drüber kommt direkt der Braten und dann bleibt beides für ungefähr 2 Stunden erstmal bei 160 Grad im Backofen. Unsere Porchetta war jetzt für ungefähr 2,5 Stunden im Backofen. Die letzte halbe Stunde davon habe ich die Temperatur im Backofen auf 220 Grad erhöht, damit wir eine krosse Kruste kriegen. Und jetzt gucken wir erstmal, ob das auch funktioniert hat. Hört sich doch perfekt an. Ich habe nebenher noch einen kleinen Beilagensalat gemacht. Die Kartoffeln sind sowieso fertig. Das heißt, ich richte jetzt einen Teller an und dann können wir endlich probieren und essen. Hier haben wir jetzt unsere fertige Porchetta und was soll ich euch sagen, ein unglaublicher Duft erfüllt den Raum. Die Porchetta ist super zart, super saftig und die Außenhaut ist richtig schön kross geworden. Die Kartoffeln haben schön den Saft von dem Braten aufgesogen und schmecken hocharomatisch. Und zur Auflockerung ist der leichte Salat genau richtig. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zusehen und probiert es mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis bald, euer Olli von Don Carne.